Hallo und guten Morgen. Es ist unser erster voller Tag in Palm Springs bzw. Palm Desert, wenn man es genau nimmt. Und ich war zwar gerade draußen auf dem Balkon, aber ich mache mal wieder zu, weil das ist mir viel zu warm. Ich kann euch den Blick ja auch so zeigen. Weiß nicht, ob man den dann sieht. Nee, ein bisschen. So, das ist der Blick aus unserem Zimmer. Ich glaube, da unten, das ist sowas wie ein Minigolfplatz. Bin mir aber nicht ganz sicher. Es ist auf jeden Fall kein normaler Golfplatz. Mir geht es immer noch nicht so blendend mit meiner Erkältung. Ich habe gerade mit meiner Mutter telefoniert. Das ist so ungefähr 10, Viertel nach 10 am Vormittag. Der Robert ist seit 9 Uhr in seiner Konferenz, in so einer einführenden Veranstaltung, wo ich keinen Zutritt habe. Was ich aber auch überhaupt nicht problematisch finde, weil mich das eh nicht interessieren würde. Ich werde jetzt dann demnächst mal rausgehen über die Straße. Das ist auch gar nicht so weit. Also quasi hier da. Da ist eine Apotheke. Nee, nicht Apotheke. Naja, Pharmacy ist ein bisschen so wie Apotheke bei denen, aber ich finde, das ist mehr so wie so ein Drogeriemarkt oder so. Und da werde ich mir Taschentücher holen, weil die sind nämlich mittlerweile ausgegangen. Und jetzt habe ich mir gedacht, bringe ich euch mal vorher noch auf den neuesten Stand. Wieso bin ich denn so überbelichtet? Das Frühstück war heute draußen auf der Terrasse und das war bei ja, Mitte bis Ende 20er Grad Richtung so. Also schon ziemlich warm. War extrem viel aufgeführt. Toast, Rührei und Speck, Sausage, was die da immer haben, so Würstchen. Die hatten Oatmeal, kleine Marmeladengläschen, Peanut Butter, das übliche halt. Ein Tisch voll mit Obst, Pancakes gab es, frisch gemachte Cornflakes-Zeug, also so Frühstückslocken und all diesen Kram. Es war extrem viel und dadurch, dass das, ich weiß nicht genau, wie viele Leute sind, aber so an die 1000 ist es so, dass die diese Tische mit den jeweiligen Essenssachen auch immer in dreifacher Ausführung da haben. Also es gibt überall was zu essen und zu trinken. Um 12 treffe ich einen Robert dann mit seinen Kollegen zum Mittagessen. Das ist ja alles inklusive, das ganze Essen. Es wird dann auch wieder ein Buffet sein. Gott sei Dank in dem Pavillon drin, wo dann Klimaanlage ist. Es ist ein bisschen bewölkt, was man jetzt hier so ein bisschen sehen kann, eben die Wolken. Beim Frühstück hat es ganz leicht ein bisschen genieselt. Das war sogar ganz angenehm, weil es ja so warm war. Aber die Wolken haben sich jetzt schon wieder ziemlich verteilt. Ansonsten ist hier drumherum eben eher Wüste und sieht ganz und gar nicht so aus wie hier in diesem Resort. Aber ich nehme euch einfach mal mit nach draußen. Das hier ist die Eingangshalle. Also Eingangshalle, ne? Da vorne kommt man rein und so sieht das dann hier drin aus. Die ist riesig, da stehen sogar Palmen. Und hier unten haben wir Boote, die über die Lagune hier aus der Eingangshalle rausfahren. Ne? Also die kommen dann da unten raus und dann fahren die einen, keine Ahnung wohin. Ich muss mal fragen, ob ich hier diesen Pool benutzen darf. Ich bin immer noch auf dem Ressortgelände hier. Das gehört alles mit dazu. Und zwar komme ich gerade aus diesem Eingang hier raus und habe nachgefragt wegen Pool. Darf ich auf jeden Fall nutzen, genauso wie Minigolfanlage zum Beispiel. Und jetzt musste ich gerade mal ein paar Leuten ausweichen. Ist immer so ein bisschen peinlich, wenn die einen komisch angucken, wenn man filmt. Aber ich bin immer noch auf dem Gelände. Das hier ist die Einfahrt. Wollte noch ein bisschen Süßigkeiten für zu Hause besorgen. Und der Weg ist jetzt nicht so lang, dass die bis zum Hotel zurück dann schmelzen würden, gehe ich mal davon aus. Wir haben hier ganz viel mit Wasser, obwohl wir hier mitten in der Wüste sind. Wie gesagt, der Teil hier heißt Palm Desert, direkt bei Palm Springs. Und der heißt ja nicht ohne Grund Wüste. Ich stehe jetzt hier am Anfang der Auffahrt und unser Zimmer müsste irgendwo da hinter diesen Palmen sein. Ganz am Ende von dem Trakt, irgendwo dahinter. Das ist das Ressort. Also hier drüben, wo jetzt das Ressort nicht mehr ist, sondern dieses Einkaufszentrum, ist auf jeden Fall mal ein bisschen mehr Richtung Wüste von der Bepflanzung her, aber trotzdem noch sehr schön aus. Ich weiß jetzt nicht, ob
die vom Ressort wollen, dass es hier trotzdem noch schön aussieht. Ob das die von dem Einkaufszentrum machen oder einfach die Stadt Palm Desert, keine Ahnung. Und hier drüben, wenn man darüber guckt, da ist das Ressort. Und hier der Mittelstreifen hat auch so Bepflanzungen drauf. Und hier nebendran sieht man die Berge, die hier so rundherum liegen. Und dann haben wir hier natürlich wieder einen Riesenparkplatz vor so ein paar Shops, die hier sind. Weil ja die Amis alle mit dem Auto fahren. Aber ehrlich gesagt, bei der Hitze kann ich es nachvollziehen, weil der hat mal wenigstens Klimaanlage. Also ganz im Ernst, Starbucks gibt es hier wirklich überall. Da ist schon wieder einer. Und gegenüber im Ressort haben die ja ihren eigenen Starbucks unten in der Eingangshalle, in der Lobby. Es war wirklich angenehm kühl da drin. Und es war ein Supermarkt. Ich habe jetzt eine Packung M&M's Karamell geholt. Die sind nämlich selbst hier noch ganz neu. Oh, ein Briefkasten. Ach scheiße, ich habe vergessen nach Postkarten zu gucken. Kann ich ja morgen vielleicht noch machen. Und jetzt höre ich mal auf zu filmen, weil alle Autofahrer mich irgendwie angucken. Nö. Gestern sind wir hier nebendran reingefahren. Ich laufe gerade auf der falschen Spur. Und da in dem Eck sind Flamingos. Für euch mache ich das glatt, dass ich nicht gleich reingehe, sondern nochmal nach den Flamingos gucke. Die sind hier gleich vorne am Eingang, wenn man reinfährt. Einfach da so stehen sie. Ein paar Enten noch mit. Hier gibt es ein paar Bänke, wo man sich hinsetzen könnte. Ich glaube, das hält nur keiner aus. Chilean Flamingos. From Chile. Ah, okay. Hat man noch was dazugelernt? Hallöchen. Ich bin fertig für den Pool. Hut auf, es sind 40 Grad draußen. Ist ein bisschen heiß. Ich hoffe, dass der Pool mich auch ein bisschen abkühlen wird. Bikini schon drunter. Ein Rock zum Reinschlüpfen, dass es schnell geht. Auch das lässt sich leicht ausziehen. Und da mache ich mich mal auf zum Pool. Schauen wir mal, wie es wird. Die sind hohl, die sind wenigstens nicht so schwer, wenn sie fallen. Ja, dann kippt es nicht. Ich hab den. Hast du den drin? Achso, du meinst, es geht nicht, ne? Ja. Ja, ich stehe falsch. Wow. Okay. Sorry. Oh, okay. No. 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 Nee, da gibt's schon. Sei vorsichtig. Soll ich nein? No. Oh, oh. Nein. No, it's twisted. The whole thing is twisted. Oh.
Scheiße. Blödes Spiel, ne? Ja. German Engineering. You mean if it rains, the windshield wipers automatically come on? Yeah. I don't know. Yeah, exactly. Es gibt sich aber auch nur die guten Sachen raus, habe ich so das Gefühl. Also diese großen Boller mag er nicht. Nein, jetzt sind wir die Hand zu. Hallo. Hi. Warte mal, Walter, was könnt ihr denn noch für Wörter kennen? Gracie? Hallo. Hi. Hallo. Fun facts about birds are black swan and flamingo. Their habits nice.